Wann hat er überhaupt gewusst, dass wir Rückkehrer sind? Los. Was soll der macht er? Ui, hat er wohl ein paar so viel Nix? Verschwinde, Alter. Läuft er alleine? Ah ja, ich glaube ich. Muss gleich. Du wischst das weg. Ja, aber dass Dr. Sid auf den, bei den Bösen ist? Ich meine, Sid ist doch eigentlich immer gerade eigentlich der gewesen, der wohl immer auf der guten Seite war. Alter, jetzt zieht er ganz schön viel ab, ihr kleinen Pisser. Der Sack halt trotzdem überlebt. Wenigstens haut der nochmal einen Phönix-Tanz rein. Mach den Phönix-Penner. Ein Zelt? Okay. Wie er halt dort ist, wie wenn er so flexen würde. Alter, schau mal die Brustmuskeln an. Flammenzunge. Was soll das eine Flammenzunge? Aber ich glaube, er könnte mal was brauchen, was mehr abzieht. Wobei, wir geben jetzt eher erstmal einen Streitpflegel. Was sind das? Sind das Robos oder sind das Kids? Kamikaze? Scheiße, die Typen müssen weg. Oh, shit. Alter, Heat Potion. Holla, die Waldfee, ey. Oh ne, das brauchen wir so gar nicht anfangen. Geht's jetzt hier weiter? Hä? Warte, da ging's so hoch. Was zur Hölle ist gerade passiert? Wo roll ich denn gerade hin? Nein, ich hab schon wieder ein Ding genommen. Und ich frage mich gerade, wie oft die angreifen dürfen. Ich habe auch 200 und so. Jetzt machen wir mal was anderes für Ausrüsten.
Ah. Weil jetzt bekommt er Sabin Hast. Aber warte mal, kann ich denn da hoch? Dann kann der schneller seine Attacken einsetzen. Weil er ist halt leider der wirkungsvollste gerade hier. Hält am meisten aus und ist der wirkungsvollste. Ach, scheiße. Also da hoch und dann. Wo geht's dann dahin? Nirgends hin. Okay, da geht's gar nicht weiter, scheiße. Primitivlag. Verteidigen. Verteidigen. Blitztag. Aber gut, dass sie dann immer genau das machen, was ich denen als erstes gegeben habe. Das habe ich nämlich bisher nicht bekommen, dass wenn du einmal Angriff wählst und dann schnell dich oben Schnellvorlauf machst, dass dann weiter ein Schnellvorlauf drin bleibt. Ne, warte, das rechte muss ich erst runter. Shit. Verdammt, jetzt bin ich blind, ne? So, jetzt fahren wir wieder runter. Donnerklinge! Stark. Das ist wieder Sonnenbrille, das ist schon eine geile Idee einfach. Ah, sehen, das hat Vitra gelernt. Sehr schön. Ausrüsten. Ne, Fertigkeiten. Ja, mit Kirin ist jetzt fertig. Ja, wo fahre ich hin? Scheiße, da war noch eine Kiste. Nein, nicht Reihe. Ach, scheiße. Oh, der stirbt doch dann mit einem Angriff. Stark. Verteidigen. Oh,
Eigentlich muss ich einfach nur alles in Sabin überlassen, weil der einfach am meisten abzieht. Die anderen schön blocken lassen und ab und zu mal hochheilen und der Sabin macht sie platt. Ist langweilig? Für mich nicht. Ich finde bloß gut, dass die Gegner dann schneller wechseln. Ah, warte, unten ist die Kiste. Oh, scheiße. Okay, Glück gehabt. Sind das ein Schlafgelein? Dragonerstiefel. Ah, da hat Dragonerstiefel. Schuhwerk, die Drachenritter verändern das Kommando Angriff zu Sprung. Lass mal einfach jetzt mal. Oh fuck. Müsste eigentlich jetzt reichen. Das sind Kamikaze-Roboter, ne? So wie es ausschaut. Hat halt so einen leichten Touch von Kindersoldaten. Hä? Ah. Mich nervt, dass sie so schnell sind. Weil die so oft angreifen dürfen. Verdammte scheiß Imperialsoldaten. Sterbt, sterbt, ihr Schweine. Goldschild. Auch sie kann es tragen, Goldschild, sehr schön. Nein! Ja, jetzt habe ich bloß einen angegriffen, ne? Ja, egal. Alle down. Sehr gut. Gut, dass sie beim ersten Mal nur angreifen. Ich glaube, das geht echt darum, wenn sie zu wenig Energie haben. Oder einen zweiten Angriff. Man weiß es nicht, diese kleinen Pinocchio-Nasen. Vita-Analyse hat Lock gelernt. Ah, dann gehen wir halt dann unter, Mann. Jedes Mal laufe ich das Falsche. Ja, sie hat trotzdem 107 ab, ne? Selbst mit Block. Muss man aber auch schon mal können, so einen Robo zu packen, einfach in die Luft und zack, weg damit. Goldhelm. Reflex geht aber runter, das heißt, sie weicht selten aus. Bei sowas denke ich mir, hätte ich jetzt ein Ding noch gebraucht, den anderen. Wie heißt er?
Unser Samurai-Fuzzi. Goldküras. Alter, die Seele kriegt ja eine komplette Ausrüstung, ey. Dafür geht Magie runter. Nochmal Sprung. Locker hat Regener gelernt. Bioblaster haben wir bekommen. Oh, das ist was für ein Ding. Zell. Ich frage mich immer wieder, ob mir zu schwach für das Level ist, weil die halt so wenig abziehen. Ich meine, selbst den vorherigen Gegner haben sie 150 abgezogen, da war er auf 12, Mann. Oh, das sind so viele fucking Gegner. Wir machen eigentlich nichts anderes mehr. Ich meine, verteidigen und Phoenix Tanz fertig. Gerade eher eine Levelrunde als eine Levelrunde. Ach, das ist der obere Weg einfach. Oh Mann, Alter, ihr könnt doch nicht so viele Gegner reinhauen, Mann. Jetzt ist ein verdammter Kobold. Ich hab gerade war das, oder? Ne, kuriert stumm. Gelbkirsche kopiert Kobold. Augentropfen. Komm ich denn runter, ne? Das ist für meinen Geschmack, das ist auch das größte Problem von Oldschool Games. Sie haben oft eine echt gute Story. Aber komm ich da rein? Komm ich da hoch? Aber sie haben einen so üblen Gegner-Counter, einfach nur um es schwer zu machen. Die ziehen jetzt irgendwie schon fast gar nichts mehr ab, ne? Vor allem gerade weiß halt auch so viele Ecken und. Hä? Ach so, ich muss da einen anderen Weg wählen. Gerade weiß halt so verzweigt und verwinkelt teilweise auch ist. Das habe ich schon in mehreren Spielen festgestellt. Das war damals in Breath of Fire 3 zum Beispiel auch so. Auch teilweise jetzt in Final Fantasy 7 habe ich ja auf dem Channel mal gespielt vor 2 Jahren oder so. War da also Dinge, wo du denkst, so, Alter, warum denn so viel Encounter? Ah, fuck, jetzt habe ich alle.
Da? Ich hoffe, die kommen, anderen kommen dann auch mit auf den Level, ne? Also ich habe keinen Bock, dass ich die dann hochleveln muss auf das 20. Bin ich da runtergekommen? Also ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich lang soll, ne? Oh, und dann wird er eingekesselt, Mann. Eieieiei. Weißt du, was wünsche ich mir für ein Ding, ey? Irgendwie eine Map zum Nachschauen. Froh, dass die gute EP geben. Ich weiß doch ziemlich nicht, wo ich hier entlang soll. Wenn dann die wenigstens auch mit einem Schlag sterben, dann verdammter Scheiß. Das ist so ganz knapp wahrscheinlich unter dem, was ich denn abziehen kann und damit es drauf geht. Ich versteh's nicht. Der Lock kommt nicht mal ansatzweise dazu, jetzt nochmal seine Attacke zu machen. Okay, vergesst übrigens, was ich gesagt habe, mit knapp drunter. Das sind scheinbar über 200 Energiepunkte noch. Schlimm ist, du findest halt auch kein Ding. Kein Anhaltspunkt, wo du lang sollst. Na, warte mal, sie könnten mit Runik das eigentlich aufhalten, ne? Also, wenn der seinen Laser halt macht. Ansonsten ist das auch für den Arsch.